Filterung. Am rechten Rand des Bildschirms finden Sie eine vertikale Linie mit einem weißen Punkt. Schieberegler. Der Schieberegler ermöglicht das Filtern der Darstellung zur Hervorhebung relevanter Druckpunkte und Flächen. Da hierbei die Darstellungswerte komplett neu berechnet werden, können sich je nach Reglereinstellungen sowohl die Farbdarstellung als auch die Höhe der Säulen im Diagramm ändern.